So, dann wollen wir mal unser Inventar wieder in Ordnung bringen. Die brauchen ihre Schilde wieder. Die ganzen Bomben kommen zum Dieb. Sonst ist soweit alles in Ordnung, ne? Oh, er hat keine Rüstung an. Das ist jetzt nicht so gut. Er hat keine Handschuhe, keine Schuhe und kein Mittelding. Ja, okay, da waren eh nur Stoffsachen, aber. Also, ja, die Magier brauchen definitiv noch ein bisschen Ausrüstung. Aber die haben nichts Besonderes. Ein Bauernhemd, eine Seidenhose und Lederschuhe. Das ist irgendwie nicht sehr beeindruckend. Das einzige Magier-ähnliche Equipment, was sie haben, sind die Zauberstäbe und ein Zaubererhut. Ah ja, und der Umhang. Aber jede Menge Slots noch, wo kein Magier-Equipment drin ist. Das sollten wir noch versuchen zu ändern, indem wir mehr Rätsel lösen. Also, da ging es runter zur Fighter Challenge. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen jetzt hoch. Also. Da lang. Darum. Ja, hier liegt ja noch mehr Krimskrams rum. Hat die leichte Hose Mali? Ja. Die dann wahrscheinlich auch. Was haben wir hier noch alles? Ein Giftdolch, der wird mitgenommen. Der könnte wichtig sein. Notizen nicht. Bolzen hatte schon irgendjemand mitgenommen. Da. Giftbolzen, oh, kann ich schaden. Rüstung, nö. Hammer haben wir schon einen. Was haben wir hier noch alles? Eine Armbrust. Ja, dafür haben wir vorhin Goldschlüssel verbraten. Ein Sack, nö. Eine Lederhose ohne Abzüge ist besser als eine Seidenhose. Das ist, glaube ich, Thorums Lederhose. Egal. Spitze Schuhe kann auch noch anziehen. Die hat bestimmt Abzüge. Ja. Was haben wir noch? Noch eine Schriftrolle. Ein Bogen. Oh, nehmen wir auch mit. Flammenpfeile, Giftpfeile. Und das war's. Na gut. Also ja, wir haben jetzt schon jede Menge Krimskrams, die wir wahrscheinlich auch nicht brauchen und unten in unserer Lagerhalle deponieren werden. Aber gut. So, wir wollen jetzt noch eine Etage höher, damit wir da irgendwie runterspringen können. Also, wir wollen da landen, das heißt, wir müssten da runterspringen. Nö, das kommt nicht hin. Wie kommen wir, also hier ist ein Gitter. Wir sind hier schon mal testweise überall runtergesprungen und sind dann halt nur hier in dem Bereich gelandet. Also da und hier überall. Dahinter konnten wir nicht landen. Und hier ist auch kein Weg runter zu springen. Aber wir sollten so oder so mal hochgehen. Das wäre dann da. Um dann hier mal Licht auszumachen und zu gucken, ob irgendwo irgendwas durchscheint. Oder ob hier noch Schalter sind oder sonst irgendetwas. Nur welches Rätsel war das? Na gut, so oder so, wir müssen erstmal nach oben. Was war denn das? Noch eine Axt. Nee, die lassen wir mal. Ich denke mal nicht, dass wir eine Newbie-Axt brauchen, um bei dem Rätsel da ganz unten weiterzukommen. So, Quicksave ist immer gut. Darum und gleich wieder hoch. So, ist hier noch irgendwas? Da ist ein Einbruch, da war nichts. Was war hier hinten? Ach, ich glaube, da hatten wir was aus einer Nische rausgenommen. Die Tür ging zu und wir mussten gegen was kämpfen. Aber da wird dann wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Na gut, also hoch. Haben wir hier blauen Kristall und Nischen. Ah, und das schöne alte, die schönen alten Texturen. Ja, da müssten langsam echt mal neue kommen. Also wir sind jetzt in Ebene 4. Hier sind die alten Texturen. Also Level 1, 2, 3, 4 sind alte Texturen. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 haben schon das zweite Texturenpaket. Das heißt, in Level 11 müssten echt neue kommen. Na gut. So könnten sich auf jeden Fall Freunde machen.
durch noch mehr Varianz in den Texturen. So, Katakomben. Katakomben, gucken wir kurz rein. Sind hier, genau hier unten, wo wir hin müssen. Das ist doch schön. Also gehen wir hier die Wände ab. Hoffentlich kann ich mich noch erinnern, wie die Schalter hier aussahen. Ich glaube, hier oben waren die Schalter noch ziemlich offensichtlich. Eine Druckplatte, die irgendwas macht. Die drücken wir nochmal. Oh, stimmt, wir wollten die Fackel wegnehmen. Und es ist sehr düster. Aber die Nachtsicht ist gerade wieder angegangen. Okay, aber man sieht trotzdem nirgendwo irgendwas durchschimmern. Gut, laufen wir einmal im Dunkeln hier durch die Gegend. Nö. Fackel in die Hand. Das hat bestimmt irgendein Secret damals gemacht, das wir bestimmt schon gelöst haben. Also ich würde gerne von der Gegend hier runterfallen irgendwo. Es müsste hier sein. Aber hier ist nirgendwo auf dem Boden eine Fallgrube. Legen wir da auch nochmal was drauf. Was hat eigentlich mit den ganzen Gittern auf sich? Ist wohl nur Deko. Nirgendwo ein Schalter. Durch den Teleporter sind wir hergekommen, wenn ich mich nicht irre. Und müsste es nicht da eigentlich irgendwo zurückgehen? Ja, das ist der Katakomben-Teleporter. Da könnten wir jetzt zurückgehen in diesen Mittelbereich, wo auf jeder Seite eine Schriftrolle war, aber das brauchen wir ja gar nicht. Ha. Was hast du gemacht? Ich gucke mal kurz zu den Fallgruben, ob da irgendwas auf und zu gegangen ist. Ja. Achso, wir mussten jetzt hier vier Sachen machen, damit... Also von der Druckplatte mussten wir wahrscheinlich was runternehmen. Da lag vorher schon was drauf. Dann haben wir irgendwo noch einen Hebel gedrückt gehabt. Das wäre dann die zweite Fallgrube und irgendwo wird noch was Drittes sein. Genau, den Schalter hatten wir runtergemacht. Dann konnten wir hiervon was wegnehmen. Dann haben wir da noch drauf gedrückt. Und jetzt müssten wir damit die dritte Fallgrube manipuliert haben. Schauen wir mal. Nö. Hm. Ja, aber das hilft uns alles trotzdem nicht weiter. Also. Wir konnten hier runterfallen und da wieder hochgehen. Nee, wir konnten hier runterfallen und irgendwo anders wieder hochgehen. Da konnten wir einmal gezielt runterfallen. Und da war auch ein Secret. Das war auch schön und gut. Dann sind wir einmal hier runtergefallen in dem Gebiet, haben da einen Schalter gedrückt und hatten dann Zugang zu dem hier. Was hat die 1 dazu bedeuten? X1. Wir können natürlich auch einmal zu dem Dingens direkt hingehen. Welches Rätsel war das denn? Das war das Zeiträtsel, richtig? Zeit ist... da. Also hier waren die Biester dahinter, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Das war echt übel. Diese kleinen grünen Dinger. Die uns ja auch gerade bei der Kämpferherausforderung einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. So, hier müssen wir eigentlich nur irgendwo runter springen. Also springen wir mal hier. So, wie geplant, sind wir jetzt hier unten. Da ist unser Plattenpatzer. Da sehe ich nichts, wo man runterspringen könnte. Heißt aber nicht, dass es nicht irgendwo anders hier ist. So, was bedeutet die 1? Achso, wahrscheinlich sind wir hier einmal runtergesprungen.
Dann ist das da, der da oder so. Also das kann weg. Hier unten irgendwas zu manipulieren wird keinen Sinn machen. Also gehen wir wieder hoch. Gehen wir wieder bei den Untoten rein. Und suchen da einfach weiter. Irgendwo muss es da eine Möglichkeit geben. Ah, schon wieder falsche Quest, was das war. So. Irgendwo muss es da eine Möglichkeit geben, Schalter zu drücken. Obwohl. Wenn wir da runterspringen, landen wir da. Wenn wir hier runterspringen, landen wir vielleicht irgendwo da. Test. Ha. Also hier scheinen wir auch noch nicht gewesen zu sein, aber das ist nicht des Rätsels Lösung. Außer hier ist noch irgendwo ein Schalter, wo wir wieder eine Wand aufbekommen. Was wahrscheinlich ist, denn hier ist kein Teleporter. Klick. Falsche Richtung. Oh, wo kommst du denn her? Euch haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Kein Amulett dabei? Nö. Vielleicht noch ein Schalter für die andere Richtung? Bitte sehr. Nee. Sind hier drei? Ja, es sind drei Fallgruben. Das werden die drei Gruben hier oben sein. Also ist egal, wo wir runterspringen. Schade, schade, schade. Und wir haben jetzt noch einen Zugang zu dem Bereich hier gefunden. Da ist der Teleporter. Hier war das Secret. Klickt nichts, schabt nichts. Hm. Das ist jetzt ärgerlich. Haben wir noch irgendwas hier oben, was wir erledigen könnten, wo wir schon mal da sind? Bestimmt. Aber wir haben nichts eingetragen. Ah, doch, hier haben wir was eingetragen. Was ist denn das? Ah, stimmt. Hier war eine Fallgrube. Dann war hier ein Gitter. Und hier war auch eine Fallgrube und hier war eine Tür. Und da kamen wir auch mal nicht weiter. Das können wir auch noch machen. Dazu müssten wir jetzt nur nach oben gehen. Also ja, theoretisch sollten wir eigentlich noch weiter bei den Untoten gucken, aber ich habe jetzt nicht Lust, die restlichen 3 Minuten da wieder hinzulaufen und das die ganze nächste Folge weiterzumachen. Also machen wir jetzt erstmal das hier. Hier rüber, Quick Save. Kamen wir da einfach so hin? Ach, das war die Teleporterturbine. Und warum ist das da offen? Huh. So, jetzt müssen wir... Dadurch? Nein, hier kamen wir her. Mist. Dadurch. So, die Fallgrube kriegen wir auf, indem wir das da wieder wegnehmen. Okay. Hierzu hatte ich auch einen Kommentar bekommen. Und es war irgendwas Auffälliges, dass man sich in einem bestimmten Raum umgucken sollte. Also gucken wir uns mal in jedem hier in der Nähe liegenden Raum um. Das wäre primär der Teleporterraum, denke ich mal. Das scheint nichts zu bewirken. Sonst hätten wir auch was gehört. Im Teleporterraum selber. Vielleicht ist irgendwo in der Wand was. Also hier ist keine Wand. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Da ist nur der für die Tür. Was ist mit der Wand da? Da ist nichts. Was machst du? Du machst die Tür zu. Du machst die Tür hier zu. Fackel weg. Ist irgendwo ein Lichtschein? Da ist ein Lichtschein.
das erste Mal, dass uns dieser Fackeltrick weiterhilft. Müssen wir noch den Schalter finden, der das bewerkstelligt. Was mit dir? Nö. Du vielleicht? Vielleicht beide? Hm. Aber gut, wenigstens haben wir messbare Fortschritte. Wir wissen, dahinter ist irgendwie ein Geheimgang. Wir wissen nur nicht, wie wir rankommen. Heißt, wir gehen hier einfach jede Wand mal lang und suchen einen. Es sind verdächtig viele Fackelhalterungen. Oh. Okay. Tun wir einfach mal überall eine rein. Wenn wir denn genug haben. Ach komm jetzt. Nicht wegen einer Fackel kommen wir nicht weiter. Okay. Wir suchen jetzt eine Fackel. Licht sauber. Da sind unsere Fackeln. Hm. Das sind immer noch die Fackeln, die wir da auch haben müssen. Wir werden doch wohl irgendwo eine Fackel haben liegen lassen, oder? Ich weiß, im Notfall kann man die verbrannten Fackeln wieder reinstecken. Aber das ist Schummeln. So. Lag da gerade was? Ja, wir stopfen jetzt die verbrannte Fackel da rein. Das war... Wo war das? Da. Also ja, mit Schummeln meine ich normalerweise müsste das gehen, wenn wir jetzt die Fackel hier nehmen, da reinstecken. Also die Fackel jetzt ist alle. Wir tun sie rein, wir tun sie raus. Oh, sie ist immer noch alle. Schön, da wurde das gefixt. Wir haben ja inzwischen schon zwei Patches gehabt. Also einen offiziellen und dann nochmal einen, der quasi genau die gleiche Nummer hat, aber trotzdem was anderes macht, warum auch immer. Aber ich musste zweimal patchen. Und zwar das gesamte Spiel patchen. Das war schon ein bisschen größer. Aber na gut. Wir haben jetzt überall Fackeln reingetan. Und trotzdem ist hier nichts aufgegangen. Du müsstest aufgehen. Nee. Du müsstest aufgehen. Hm. Na gut, machen wir einen Cut. Und nächste Folge probieren wir weiter mit den Fackeln rum. 078. Bis gleich.